Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Age of Empires 3 mit dem Alex, dem Fisch und mir, dem Ricky. Hallo. Halt den Mund. Nein. So. Nein, nein, nicht mit deiner Mutter. Nein. Doch, mal gucken. Du hast keine Mutter. Du hast keine Mutter, Fischi. Wululu, ich habe eine Mutter. Wululu. Hallo. Hallo, ich bin deine Mutter. Ich bin's, dein Mom. So, wir essen. Wir haben Heinrich, an Heinrich die Seefahrer, finden wir überall. Ach, wer ist der direkt bei mir? Anscheinend ich. Korrekt. Geh ein bisschen so weiter rüber, ne? Dieses Mal ist mein Speer von den Pawnee. Von den Porn? Ach, nicht Gott. Porny, sondern Pawnee. Also. Pony. Très bien. Vertrautler? Très bien. Oui. Und wir spielen ja mit gutem Gewissen Age of Empires 3. Und Age of Empires 4 wurde auch schon angekündigt, also sehr gut. Oui. Das macht uns alle sehr glücklich. Très bien. Ja. Korrekt. Très bien. Ricky, Fisch ist aber direkt neben mir. Très bien. Voll unhöflich, gell? Oui. Ja. Ah. Mit was hast du euch die Nachbarn verdient? Oui. Bei mir laggt's irgendwie ein bisschen. Ja, ich hab auch einen kleinen Lag. Ich bin Friedrich der Große. Wie kannst du es wagen, mich anzugreifen? Was will der von That's mir? That's racist. Was racist? Ja, zur neuen Welt wird bestimmt ein schönes neues Deutschland abgeben, sagt mir der Heinrich. Was? Heinrich? Ja, der Deutsche, der Friedrich. Friedrich. Sorry. Der hat gerade zu mir gesagt, ich bin Friedrich der Große, wie kannst du es wagen, mich anzugreifen? Korrekt. Très bien. Oh no, what a fuck. Chasseur. Ibims. Hallo Ibims, der Friedrich. Oui, très bien. Ich greife die Uhr. Très bien. Ha, lol. Très bien. Du bist ein Slappen. Très bien. Oui. Korrekt. Oui. Korrekt. Très bien. Hast du mich gerade Slum genannt? Correct. Ja. Nein, Lappen. Du Lappen. Lamm. Nein, du Lappe. Du Schlappe. Du Spallewanne. Okay. Korrekt. Oui. Prêt. Chasseur. Oui, je le ferai. Je le ferai. Prêt. Chasseur. Maçon. Halt, nein, weiterbauen. Was mache ich denn? Wer kennst du nicht? Erstmal einatmen oder erstmal atmen, wenn man geboren wird. Ja, genau. Kommst du auf die Welt. Genau. Oder in Age of Empires 2 erstmal mit den Rasseln rascheln. Ich bin auf dieser Welt geboren. Stimmt, ja. Was? Brä. Alatak! Alatak! Andere kämpft für ein Krokodil. Ihr war eine schreckliche Art Bisemratten im Wert von 20 Münzen. Oui, oui. Entdeckt. Was für ein Frechdachs. Ich hab Opossums gefunden. Und Elisabeth hat Quecksilber gefunden. Oh. Korrekt. Nicht, dass er sich vergiftet oder so. Das wäre ja schlimm. Oui. Glaube ich. Warte, der Fisch spielt die Holländer und der Alex spielt. Ich bin die Engländer. Die Engländer. Brauchst du einen Tee? Ob ich einen Tee brauche? Ja. Sein Zebra. Also bist du ein Engländer? Votre ordre? Nee, ich bin Votre ordre? Halt. Chasseur. Chasseur. Ente. Ja. Bimst Ente. Ihr bimst Ente. Enton für Pokémon. Enton. Enton.
Anton, Anton. Wohin genau? Wohin genau? Fängt schon wieder an hier. Fängt schon wieder an. Apropos Pokémon, Fisch, die bis auf Pokémon die Titten. Bis auf die Lehrer Loft haben alle Overwatch-Sprecher, die auf der Biene waren bei Blizzard, ein Pokémon oder mehrere Pokémon gesprochen. Das ist ja cool. Ja, Reinhard das haben sie zumindest so gesagt. Und Reinhard hat hier Smogmog gesprochen. Das fand ich halt voll geil. Was für ein Pokémon hat er gesprochen? Smogmog. Smogmog. Sag ich auch immer. Habe ich den jetzt. Ach, ich war schon wieder Brain AFK. Oh Mann. Wieso hast du das gemacht? Einen meiner Holzarbeiter zum Nahrungssammeln geschickt. Warum tust du denn das? Hab ich ja gesagt, ich war Brain AFK. Ich war jung und brauchte die Nahrung. Was du vor? Alex, vergiss nicht, dass du mit deinem Schiff sammeln kannst, ne? Warte, ich bin gelb, ne? Das ist korrekt. Fisch, ja, sammelst du am Buckelwal? Schon, gell? Ich sammel am Buckelwal, ja. Ja, ich auch. Denn ich bin alt und brauche immer noch Geld. Bonjour. Bonjour. A bonjour. A bonjour. So. Jetzt hier mit einem Typen eigentlich auch mal ein bisschen. Nee. Ja, ich hab meinen automatisch rumgeschickt. Der rennt jetzt hier rum, bis er keine Befehle mehr hat. Ja, das habe ich auch gemacht. Wie also automatisch rennt hier rum? Shift und einfach auf die Karte spammen. Ganz oft im Kreis. Also im schwarzen Bereich. Und dann rennt er die Punkte ab, die du angeklickt hast. Genau. So, das ist aber auch noch nicht gut. Das ist ja was Neues hier direkt. Ach, Alex. Mensch, was kannst du eigentlich? Anscheinend nix. Oh, shit, burnt. Oh, servus. Masson. Grüß euch, ich bin. Servus, ich bin der Franz aus Frankreich. Leute, bei dir ist ein China-Dorf. Das ist ein China-Dorf. Ein China-Dorf. Der kann sehen. Und damit meinte ich. So wie so eine typische Fischaussage. Ich meine, der ist ja ein China-Dorf. China? Und damit meinte ich. Was meintest du damit? Geil. Ein Indianer-Dorf. Ein China-Dorf. Yep, that's me. I'm the China boy. Ja, das sind hier China und ich baue jetzt gleich eine Mauer drum. Wir können es so machen, gerne bei den Kariben, je nachdem was die für Boni haben, dass wir die Boni ausbilden und dann den Handelsposten abreißen und dann jemand anders da seinen Handelsposten hinbauen kann und sich die Boni holen kann, ne? Ja, ganz praktisch. Du wirst dieses Indianerdorf nicht lange. Wie weiß denn Ivan der Schreckliche, dass ich da ein Indianerdorf gebaut hab? Der hat seine Speer. Der hat seine Vögel. KGB, Junge. KGB, stimmt, ja. Verdammte Russe. Verdammte Ossi, schaut schon so komisch. So, du musst den Marktplatz bauen. Masson. Bitte. Dankeschön. Ich bin dir sehr verbunden. Was? Das kostet. Ja, leck mich doch. Achso,
Maçon. Oh! Maçon. Maçon. Achtung, böse Schiffe, ich brauche Hilfe. Was jetzt schon? Vergiss deine Special-Fähigkeit nicht. Alex, böse Schiffe. Mhm. Ich fahr weg, Jungs. Tschüss. Ey, was soll ich machen? Ich meine, du bist schon komplett angegriffen. Ja, komm, wie? Das blaue schau, das blaue Schiff ist. Wird jetzt auch von mir attackiert. Komm her und setz deine Fähigkeit ein. Dann kriegst du es down. Ah, das ist ja das coole Sounddesign. Bum, bum, bum. Was soll ich mir denn jetzt das hier? Bam. Bonjour. Bonjour. Maçon. Maçon. Mach zu. Stadtzentrum, kann man nicht irgendwo schon eine zweite Stadt? Nee. Stadtzentrum? Maçon. Dorfzentrum. Haben wir das nicht noch? Was willst du? Dorfzentrum, wo kann man das Dorfzentrum bauen? Das kann der Kundschafter bauen oder du hast einen Planwagen. Mhm. Achso. 600 Holz. Oh, ja, sie haben Ausbildungslimit. Sie haben das Limit erreicht. So. Hallo. Haben wir wirklich nur ein China-Dorf bei uns auf der Insel? Oh Gott. Aber klar, dass du dir das erstmal anhören darfst. Ja. Ja, klar. Votre ordre? Oh, na klar. Oh, ne? Oui. Wie viel kostet das? 552. Dann baue ich mal einen Hafen, gell? Gell, hab ich auch schon. Was kann man jetzt für Boni bei dem China-Dorf bauen? Also, du hast einmal hier, dass Indianerkrieger stärker sind, okay. Karibenkrieger meine ich. Dann ermöglicht ihren Bogenschützengriffen Schaden an Dorfbewohnern anzurichten, das wäre was für ein Alex. Ermöglicht ihrem Kundschafter rasch ein kleines Überfallkommando aus Blasrohrkriegern auszubilden. Brrr. Und spezielles Bier, das aus der giftigen Kassava-Wurzel gebraut wird, verleiht ihren Soldaten Stärke. Angriffsstärke von Bogenschützen oder Nahkampfinfanterie erhöht. Weiß ich nicht, so berauschend eigentlich. Ja, das Bonjour. Ist ja auch irgendwie Ramassa. Berauschend. Prêt. Also, es wäre höchstens was für ein Alex. Bonjour, Maçon. Weil er hat ja seine Bogenschützen da mit England. Mhm. Alt, er ist ja gelb. Du bist ja gelb. Du hast ja noch ja nichts. Was ist denn da los? Ja, wieso hast du eine Bank? Wieso hast du viele Banke? Banker? Das ist mein Spezialgebäude, damit kann ich posen. Das produziert automatisch Geld. Scheiß erforderlich. Mimi. Warte, 500, oh Mann. Jetzt hab ich da schon 4 am Sammeln, es dauert immer noch so lang. Mann. So. Oh, Alex ist im Kolonialzeitalter. Ja, noch nicht, oder was? Doch, doch. Längst. Ich sollte schon drinnen. Hallo, Ibims. Eins drinnen. Heinrich, der Seefahrer, der ist auch wieder dabei. Naja, das habe ich da am Anfang gesagt, der Typ ist immer dabei irgendwie, vor dem habe ich Angst. Heinrich, der Seefahrer, Friedrich, der Große und Ivan, der Schreckliche. Ah. Hey, und wer ist der Vierte?
Ach so, stimmt, es gibt ja noch einen vierten. Bonjour. Keine Ahnung. Ramasseur. Ach, Königin Elisabeth. Ja, das sind halt so Standarddinge, was immer irgendwie. Düdelöden. Das wäre was für mich hier. So. Ihr habt es eh recht gut, weil ich sowieso gleich da habe, wenn ich muss ein bisschen weiter gehen hier. Votre ordre, Ramasseur. Gut, dürfte der sein, wo ich hin will. Es gibt ja noch eine dritte Insel immer. Ja, wo, da wo bin noch ich gerade auf dem Weg hin. Bahnhof ist. Also wo, beziehungsweise wo die Handelsroute ist. Vollkommen korrekt. Da bin ich gerade auf dem Weg hin, wie schon gesagt. Also es gibt halt noch eine dritte Insel. Echt, jetzt eine dritte Insel? Ja, ja, und meinst du die, wo der Bahnhof und die Handelsroute ist? Genau, richtig. Wer weiß denn das? Intuition. Bonjour. Ramasseur. Ramasseur. Der Speer kann dann, wenn es die richtige Insel ist, gleich nachkommen. Am Ende statt nämlich die von den Gegnern, habe ich den Kacke am Dampfen. Wer ist denn bei dir auf dem Schiff da dran? Mein Pony-Speer. Ich darf jetzt hier erstmal. Spähen. Ja, ist die richtige. Masson. Votre ordre? Masson. Masson. Psst. Prêt. Oui. Psst. Alles klar. Votre ordre, fermier. Psst. Votre ordre. Très bien. Bonjour. Masson. Machen wir mit mir um die Küste herum die ganzen Türme setzen. Hatte ich vorher. Na, ich meine, weil Fischi halt schon ein so random, wer sich hier drin portiert hat. Nö, nee, ich hab halt das Doppelturm-Dings. Man zwei Turmwägen bekommt, die habe ich jetzt schon verwendet, egoistisch wie ich bin, um meine Basis ein bisschen zu sichern. Weil ich Angst habe vor einem Rush. Vor einem Rush? Du hast Angst vor Russen? Was ist los mit dir? Ich weiß warum es hast nicht. Du denn Angst vor den Russen? Oui. Komisch. Bûcheron. Fisch, ich zieh immer meine Leute vom Baumfell mal hier hinter, weil dann haben deine ein bisschen mehr. Ja, ich schick meine dann hinterher. Bei das Dorfzentrum meisten. Aber ich glaube, auf der Insel da ist auch ein China-Dorf. Ah, so witzig. Wie brauche ich 1200.000? Ja, ich glaube nicht, dass du mit diesem Handelsposten allein das Spiel für dich entscheidest. Nachhaltige Landwirtschaft als Heimatstadt eingetroffen.
Mhm. Ich rück mir zu nah an die Pelle. Das kann nicht sein. Jetzt gibt's Krieg! Kämpfst du? Oui. Nein, ich meine zwischen euch beiden. Sicher? Oui. Bonjour. Ist ja nur so, dass ich gewinnen würde. Was würdest du jetzt gewinnen? Hast du es provoziert. Ach, Fischi. Gott bin feiert. Hat er nicht gesagt. Doch. Timmermann. Also hier auf der Insel wären genau für euch beiden auch noch hier Handelsposten, ne? Mhm. Warte, ich schick meinen Dude mal rüber. Das sind, oh, ja. Ja, ich hab doch gesagt, hier ist noch ein China-Dorf. Von denen? Kariben. Kariben, wow. Also die gleichen. Wir klauen unsere Jobs, sagen andere Indianer. Ist schon komisch, dass in der Karibik nur die Kariben sind und keine anderen Indianer. Ja, vielleicht wurden die ja in einen Völkerkrieg ausgerottet. Einem Völkerkrieg? Völkerkrieg. Mit den Chinesischen. Mit den Chinesen. Die haben sich um die Dörfer gestritten. Das gemeinst du, wisst ihr das eigentlich? Ja. Bei der ihr werdet gleich angegriffen. Oh Gott. Rotatatatatat. Ist das schön im Festungszeitalter zu sein? Muss mir erstmal meine Wirtschaft hier aufbauen. Oui. Korrekt. Alter. Schön ist es im Festungszeitalter zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Ja, Schwein. Masson. Was bringt das hier eigentlich? Warum rennen meine Menschen in Amsterdam in Zeitlupe? Weiß ich nicht. So eine Modeerscheinung, oder? Ja, bei mir aber hier in Croissant oder Itze auch. So. Bonjour. Masson, 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 Masson. Prêt. Bûcheron. Oui, Ramasseur. So. Votre ordre, très bien. Bonjour. Masson, 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 Masson. Prêt. Bichy, was macht der Boot da? Bonjour. Es transportiert meinen Kundschafter. Achso, du hast das fette Boot für den Kundschafter gemacht. Alles klar. Ein Boot muss ich ja machen und das wird ja später noch gebraucht. Ich benutze einfach alle Boote, weißt du? Bûcheron. Was? So. Mein anderes Boot wurde ja zerstört. Bonjour, Bûcheron. Mein Startboot, deshalb. Dachte ich mir, dann baust du einfach. Dieses. Rick hat hier schon ein Ding gebaut. Voll unhöflich, gell? Dann gehe ich an das untere, oder? Da habe ich jetzt schon mein Ding gesetzt. Meine Baustelle. Gehe ich an das andere hier.
hat er auch schon seine Baustelle gesetzt. Dieser Hund. Er hat dich belogen und betrogen. Immer wieder so ein Da. Bûcheron. Bonjour. Maçon. Votre ordre? Ramasseur. Oui. Prêt. Bûcheron. Prêt. Correct. Oui. Votre ordre? Bûcheron. Prêt. Ramasseur. Bonjour. Ramasseur. Oui. Bûcheron. Votre ordre? Ah, gleich mal ins fünfte Zeitalter voranschreiten. Was, ins fünfte? Ins fünfte? Ja. Nicht ins vierte? Ja, da bin ich schon. Ah, alles klar. Ich habe jetzt schon das vor. Ja, ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll. Wo ich das vor hinsetzen soll, meine ich. Irgendwo an die Küste. Dann soll ich es mir holen. Ne, musst du nicht, aber es war halt so ein Vorschlag, weißt du. Heb die Nuggets auf, solange du noch kannst. Wenn meine Soldaten in dein Dorf einmarschieren, ist es zu spät. Oh, die haben Sachen, Leute da abgesetzt. Wo? Da oben bei dir, gell? Bei mir. Oh. Greifen deinen Hafen an. Hab ich festgestellt. Das ist natürlich blöd. Habe ich eigentlich schon? Ja, habe ich. Stimmt. Gut, dass du mich dran erinnerst. Was haben wir gesagt? Dass ich ja, da ich ja meine Helibardiere ausbilden will, dass ich ja einen Nahkampfboni brauche. Oh, die nächste Ladung wurde gedroppt. Das Einzige, was ich schicken kann, sind zwei Kanonen. Du kannst von Glück reden, dass sie dein Fort nicht kaputt machen, ne? Bild halt hier Ding aus. Wie heißen sie? Minutemen. Um wen redest du gerade? Mit dem Fisch. Ne, ich bekomme das eigentlich geregelt. Dann ist ja gut. Jetzt jubeln sie. Aber wieder aufnehmen. Ach toll. So. Kann ich mittlerweile wieder Dingens bauen? Wo ist meine Kanone eigentlich?
Die ist bei mir im Stadtzentrum. Oui. 19. Votre ordre? Maçon. Warte mal, wo ist eigentlich mein Fischschiff? Ach, das ist ja tot. Dann baue ich mal einen neuen Hafen, gell? Bau mal einen neuen Hafen, ja. Oui. Molten Core. Falsches Spiel. Maçon. Sicher? Maçon. Yay. Je le ferai. Fermier. Votre ordre? Correct. Oui. Oui. Maçon, maçon, maçon. Prêt. Très bien. Oui, oui. Je le ferai bien. Je le ferai. Good. Votre ordre. Oui. Prêt. Fermier. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Siebzig. Das heißt 700 für 10. Das heißt... Oh Gott. Votre ordre? Prêt. Oui. Votre ordre? Oui. Correct. So, mal schauen. Wie schaut's bei euch so aus? Ganz gut eigentlich. Ja, bei mir auch. Fisch dein fort. Was ist damit? Halt, nee, warte, das ist der Alex. Alex dein vor. Nee, nicht mein vor, das sind meine Leute. Hey, warte, du bist Spanien, ich dachte, du wärst England. Da werden nur meine Dinger gegriffen.
Nicht euer Ernst, oder? Ihr habt meine Leute! Deine Geschwindigkeit ist beeindruckend. Bonjour. Aber du bist nicht stark genug. Ach ja. Natürlich bin ich stark genug, du Schwein. Masson. »211 Gold für die Weiterentwicklung benötigt.« »Votre Ramasseur.« »Sie werde ich hier überall angegriffen, kann nicht sein.« »Gut.« »Prêt. Bûcheron.« So. Mimi. Jetzt kommt der Ricky. Jetzt, wo ich es fertig habe, weißt du? Vollkommen korrekt. Hi. Und tschüss. Okay. Die Frage... Brauch mehr Gold. Achso, ich glaube, ich habe mich verrechnet. Kann das sein? Ja. Bonjour. Du bist ein Goldsammler, okay. Masson. 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 Mann, wieso werde ich immer wieder angegriffen? Kann nicht sein. Masson. 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 Prêt. Bûcheron. Wie stark, wie viel Bevölkerungscap braucht eine große Kanone? Keine Ahnung. Ich glaube 12.
Fisch macht schon Action. Ja, ein bisschen. Oui. Kann man da gleich mal mitmachen, ja. Oui. Votre ordre. Très bien. Ich muss eigentlich mich auf das konzentrieren, dass ich meine Sachen verteidige, weil ihm bloß ich angegriffen wird, weil Linky sowieso ganz safe da oben links ist. Bist du ganz safe? Ich würde lieber noch gern meine Flotte aufbauen. Oui. Oui. Prêt. Oh. Votre ordre. Oui. Je le ferai. Votre ordre. Très bien. Je le ferai. Oui. Doudle doudle. Doudle 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 doudle. Bûcheron. Votre ordre, votre ordre. Je le ferai. Bonjour. Ich habe eine Idee, Fischi. Ja. Korrekt. Erleuchte mich. Oui, pass auf, bei der kommt da gleich ein bisschen was an. Prêt, oui. Je le ferai. Prêt. Oui. Wo, inwiefern was ankommen? An Einheiten. Wirst du gleich so sehen. Ich hab da nämlich gerade eine kleine Eingebung. Aber meine Soldaten kämpfen immer noch. Ja. War eigentlich eher so eine Fire and Forget Mission. Ziemlich herzlos, ich weiß, aber. Bonjour. Oui, sag mal. Also hast deine Tüten mal reingeschickt, wenn sie überleben. Ja. Ja. Wie viel waren das? 50 oder wie? 35. Und die haben fucking Dorf kaputt gemacht. Ja, das wundert mich. GG well played. Scheiße, jetzt steht dein grünes vor. Fuck. Hast warte, du schon Artillerieschiffe? Sehr gut. Ich habe ein paar Kriegsschiffe. Hier, das kann ich dir zur Unterstützung schicken. Ist tot. Sehr gut. Ich lade gerade meinen Mann auf. Oui, prêt. Hier mal. Votre ordre prêt. Votre ordre. Okay, erstes Ding kommt drüber. Votre ordre. Prêt. Prêt. Oui. Wie viele Leute passen da in so ein fucking Schiff rein eigentlich? Je le ferai. Votre ordre. Oui, oui. Très bien. Votre ordre. Très bien. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist meine Artillerie. Es leben noch drei Einheiten. Ups.
Ich habe jetzt versehentlich zwei Kanonen anstatt einer. Ah, mal. Können wir noch eine bauen? So. Aber das Lustige an meinem Setup kommt ja zugleich, wenn ich genügend XP habe. Oui, correct, très bien. Oui. Oui. Hast du eine fette Armee da abgeladen? Telepathiere, Voltigeure. Da kommt gleich noch was Geiles anderes dazu. Oui. Oui. Très bien. Je le ferai. Très bien. Ich würde dann auch mal meine Sachen, meine Typen da ein bisschen rüberfahren, ne? Ja, mach. Mach ruhig. Wir sind zu einem Zeitpunkt angelangt, wo wir die Oberhand haben. So, ich lade mal meine Artillerie auf. Der Grüne ist ein scheiß fucking Hafen. Wahrscheinlich irgendwo ganz weit hinten. Oui, à l'attaque! Rechargé! Hä, kein Platz zum Abladen? Hä? Wie? Dann ist da halt kein Platz zum Abladen. Da ist ja alles frei! Dem ist hart. Alter, hier kein Abladen. Bûcheron, oui, bonjour, prêt. Bûcheron. Gut. Alles ist super. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Artillerie und noch eine schöne Überraschung. Hat er keine Schiffe gebaut? Hä, hey, wieso kann ich die nicht abladen? Was willst du denn abladen? Meine Leute! Dann lad die, versuch mal woanders. Oui. Oui. Diese Schlacht wird in die Geschichtsbücher eingehen. Und ich werde als Sieger festgehalten. Du musst direkt die Kiste klicken, ne? Nicht irgendwo mit ins Land rein. Ja, ist ja klar. Gut. Dann wüsste ich nicht, was dein Problem ist. Die Leute wollen wahrscheinlich nicht mehr aussteigen. Verstehe ich. Komisch. Prêt. Oui. Korrekt. À l'attaque! À l'attaque! Mit Linksklick, gell? Ja, ich bin ja nicht blöd. Sehr gut. Okay, der hat es ja schon aufgegeben. Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Es ist hoffnungslos. Ich muss aufgeben. Wieso kann denn jeder aussteigen lassen, muss ich nicht? Drück doch einfach auf, wenn du das Schiff da hast, rechtsklick auf die Einheitenbilder. Oui. Oui, je le ferai. Oder linksklick. Ja, super, da muss ich ja. Ja, da muss ich für jede einzelne eine das draufdrücken.
jetzt hast du es hingekriegt. Ja, ich habe jede einzelne rausholen müssen. Okay, das ist natürlich bitter. Eben. Alter, ist da viel los. Ja, komm, stehen direkt zwei Dörfer nebeneinander. Was will der Typ von uns? Eine weitere glorreiche Schlacht. Bessere mich, hier stehen drei Dörfer nebeneinander. Ja, die sind genauso wie Fische und ich. Richtig, richtig gut. Zwei Spione. Oh. Ach, hast du Spione gemacht? Ja. Cool. Ja. Konnte man nicht Mauern auf Schienen bauen und die haben dann so ein spezielles Tor gehabt? Nein. Aber du kannst Tore machen, ja. Für die Schienen, oder? Nein. Du kannst grundsätzlich keine Mauern auf Toren bauen. Schienen. Schienen. Gehen wir. Eine noch da, oder? Einer noch. Ja. Da sind wir hier drüben. Ah, hier steht ein Fahrer. Mhm. Allertag. Das haben wir jetzt mal schon weggemacht. Bonjour, très bien, bûcheron. Prêt. Votre ordre? Bûcheron. Bonjour. Bûcheron. Prêt. Oui. Votre ordre. Très bien. Très bien. Votre ordre? Oui. Was? Bisch, wieso gehen da deine Leute vorbei? Deine Leute sind brutal, es ist einfach eine Gruppe von, keine Ahnung, 8 Leuten durch das Dorf durchgegangen und hat dann so eine, einfach random einen Bauarbeiter angegriffen, der einfach so irgendwie außerhalb stand und ist jetzt wieder reingegangen. Ja, ich schicke die immer auf Durchkämpfen. Also die sollten eigentlich anhalten und dann kämpfen, wenn sie Feinde, nicht Gebäude, sondern Feinde sind. Das ist zumindest die Theorie. Ich kann einfach mal zwei Forts da stehen. Ja, warum nicht? Ich meine, es ist Mario. Brückenkopf, ja. Gell? Jo. Na, wann gibt er denn auf? Ja, der hat noch ein paar Dingens. Dorfzentren. Jetzt hat er. Nice! Sehr gut! Yeah! Nice! Bevölkerung 207 von 200. Yay! Schau mal noch hier die Statistik an. Okay, dieses Mal hat Fischi ein bisschen militärisch gedingst und ich war wieder mal bei die Rohstoffe da. Der Meister. Ja, alle Rohstoffe, aber
Investitionen in Einheiten, Investitionen in Gebäude, Investitionen in Weiterentwicklungen. Gebäude steht es da? Nee, steht nicht da. Militär. Bam, 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 bam. Erfahrung, Zeitlinie, da. Wann habe ich den Gebäude verloren? Kann man, falls sie vielleicht immer mal angegriffen haben. Aber da haben sie von mir nichts kaputt gemacht. Punktzahl. Ja, schon klar, dass bei mir Holz und so runtergeht, weil ich dann immer, ich so eine Gruppe von ungefähr 10 Leuten hingeschickt habe und dann ihr mit euren, keine Ahnung, 20 Leuten das komplette Holz weggenommen habt. Ich ja, war mein? mit meinen Leuten immer irgendwo anders. Ja, Fischi. Fischi ist bei mir und dann so, ja, ich schick meine mal weg, damit du dann Ruhe haben kannst. Okay, ich schick meine dann noch. Ja, das war erstens scherzend, zweitens war nicht so viel Holz da. Ja, das war irgendwann ist Holz wirklich ausgegangen. Gebäude hatte ich am meisten. Handelsposten auch. Das ist halt das Coole an den Niederländern. Mit dem, wenn man einfach mal, wo steht es da? Münzen insgesamt. Mit den Banken direkt am Anfang. Da hast du einfach den Goldvorteil. Weil du nicht so viel Bauern auf Gold abschicken, abbauen, schicken brauchst. Mhm. Weil die einfach automatisch schon die ganze Zeit abbauen. Aber trotzdem hatte ich dann am Ende theoretisch mehr. Ja, ganz kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen, und zwar 64.750. Und ich hatte, warte, sieht es da will? Irgendwie so um die 63.218. Noch 2.000 mehr. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Warte mal, kann ich jetzt nicht neue Karten? Genau, ja. Ich glaube ja. Gut. Tja, dann war es mit der Folge Age of Empires. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und wenn es das gemacht hat, dann lasst ein Like da. Wenn nicht, dann schreibt eure Kritik in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.